Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce-Zock-Kanal, zweite Folge FIFA 23. Und mit der Frage, schaffen wir es in der Europa Conference League im Achtelfinale weiterzukommen? Hinspiel haben wir 2-1 verloren gegen den FC Basel. Danke Jan Sommer unter anderem. Ne, der wird auf jeden Fall hier im Rückspiel nicht spielen. Wir werden mal schauen im Selhurst Park, ob wir das Ganze drehen können. Noch wichtiger wird aber sein, wie wir dann in der Liga performen. Ne? Dann spielen wir unter anderem gegen Southampton und vielleicht noch City. Müssen wir mal schauen. Vor allen Dingen die Liga ist natürlich das, wo ich den Augenmerk drauf habe, denn ich will gerne die Premier League gewinnen. Das wäre sensationell. Aber auch in der Europa Conference League. Ihr wisst, ich halte nicht viel in der Realität von dem Wettbewerb, genauso wenig wie von der Euro League. Aber ich will hier natürlich trotzdem das Ganze drehen. Will hier gerne es hinkriegen, in die nächste Runde einzuziehen, denn es wäre natürlich trotz allem schön, für Crystal Palace mal einen Titel zu gewinnen. Und ja, wenn dann auch kein Jan Sommer da ist, der seinen Schweizer Kollegen da hilft, ist es vielleicht auch möglich. Das werden wir jetzt rausfinden. Let's go! Hier mit die Aufstellung von Crystal Palace mit Whittaker im Tor. In der Verteidigung dann Mina, Cresswell, Bogle und Sessegnon, Kamara, Eze und Lucas im Dreier-Mittelfeld, Hutchinson, Kolesho und Jordan ganz vorne. 4-3-3 System hier bei Crystal Palace. So wie immer. Wir gucken gleich mal auf die Aufstellung des FC Basels hier, auf die Gäste. Die das Hinspiel 2-1 gewinnen konnten, der beide Tore ja relativ frühzeitig erzielt haben, beziehungsweise relativ schnell hintereinander erzielt haben, so ist es richtig früh, nicht? Das war ja eher gegen Ende des Spiels. Bei Crystal Palace auf jeden Fall ein paar Stammkräfte mehr mit dabei, diesmal hier im Rückspiel. Eze, Jordan, Whittaker unter anderem zu nennen, Sessegnon, also da treten wir hier schon etwas anders auf. Bei Basel in der Aufstellung auf jeden Fall mit Hitz im Tor. Dann Comas, Giga, Lopez und Belmont in der Viererkette, Berger und Davis in ZDM, Ndoye, Miller auf Außen, Scott im ZOM und Fink ganz vorne im 4-2-3-1-System. Scott, das ist gefährlich, Mina, das gibt Rot. Jerry Mina stoppt hier Scott, das wird aber die rote Karte geben. Und man muss sagen, wieder mal Mina mit einer roten, ne? Der hat gefühlt 5 Einsätze die Saison oder 10 und die Hälfte davon beendet er mit einer roten Karte. War aber wichtig, ihn zu stoppen, muss man sagen. Sonst steht es hier wahrscheinlich 1-0. Also es ist schon so eine Notbremse, die man mal ziehen kann. Auch wenn es natürlich bitter ist für den restlichen Spielverlauf. Aber lassen den Ball, nehmen den direkt. Whittaker hat den, okay. Und vielleicht aber gleich der Gegenstoß. Kolesho. Ja, Kolesho wird da attackiert und kann sich nicht durchsetzen. Ja, der FC Basel hier, der FC Basel und da ist das 1-0. In Überzahl 1-0 nach 10 Minuten. Es läuft richtig, richtig gut für die Schweizer, ne? Es läuft richtig, richtig gut für die Schweizer. Scott mit dem Treffer hat die rote Karte provoziert, jetzt hier den Treffer erzielt. Also momentan hier der beste Mann, Alex Scott. Ja, schwierig, aus 14,3 Metern macht er den rein, Whittaker kommt da nicht ran. Für Basel läuft es perfekt, für Crystal Palace alles andere als perfekt. Sondern im Gegenteil, wird auf jeden Fall noch eine schwierige Aufgabe, hier nochmal zurückzukommen. Giga, der Innenverteidiger, der ist mit nach vorne gestürmt. Sehr interessant, dass der Innenverteidiger bis nach vorne mitstürmt. Und ist kein Abseits hier der Ball, das ist kein Abseits, Whittaker hat den. Ah, Scott, aber Whittaker hat den. Super Parade von Whittaker. Super Parade gewesen von Whittaker. Eze, der Ball ist interessant gespielt. Kamara jetzt hier. Kamara mit dem Lupfer. Nein, da ist Marvin Hitz. Da war Marvin Hitz. Den konnte er leider abwehren, den Lupfer. Schade, das war eine große Chance. Und jetzt hier der Innenverteidiger ist das hier. Giga, ah, wird da gefoult. Vorteil, das ist jetzt hier kein Abseits. Der Schuss, nicht der Treffer. Schöner Konter vom FC Basel, aber der war nicht erfolgreich. Trotz allem muss hier natürlich Crystal Palace aufpassen, nicht noch einen weiteren Treffer zu kassieren. Hutchinson. Jordan. Lucas. Oh, der ist gut gespielt. Hutchinson. Da ist jetzt hier Jordan. Macht ihn nicht rein. Er macht ihn nicht rein. Was für eine Riesenchance für Crystal Palace. Was lassen sie denn hier bitte liegen? Kamara. Eze. Gut gespielt auf Marcus Rashford. Marcus Rashford mit dem Treffer. Er kam rein für Jordan zur Halbzeit und macht ihn jetzt rein hier in der 48. Minute. Marcus Rashford
Man muss ganz klar sagen, bisher eher eine enttäuschende Saison, wenn man überlegt, wie viel er gekostet hat. Hier aber jetzt mal mit einem wichtigen, wichtigen Treffer zeigt dann auch, dass er wichtig sein kann. Hier die Nummer 9 von Crystal Palace macht das 1-1. Aber wir werden natürlich weiter Druck machen, um hier mindestens auf das 2-1 zu kommen, um hier mindestens eine Verlängerung zu provozieren. Der FC Basel jetzt hier auf dem Vormarsch, das ist eine Riesenchance, Whittaker pariert den. Der FC Basel jetzt hier, aber Kamara mit einem super Einsatz. Kamara mit einem super Einsatz. Jetzt hier Kolesho. Da haben wir Eze, der lupft den da rein. Nein, ist nicht drin. Oh, kein Foul. Kein Foul, sagt der Ref. Das ist jetzt hier vielleicht die Möglichkeit, aber Whittaker rettet uns. Natürlich ist da viel Platz. Da ist viel, viel Platz immer wieder für Basel, weil Crystal Palace komplett aufmachen muss. Ne? Jetzt hier die Ecke, wohin? Interessant, wie sie spielen, aber schwierig. Rashford ist da fast dran. Irgendwie kommen wir aber an diese zweiten Bälle nicht. Jetzt aber, komm. Jones, Rashford muss weiterlaufen. Jones spielt den gut auf Marcus Rashford. Der hat da viel Platz. Rashford auf Eze jetzt hier. Eze, nein, kommt nicht zum Schuss. Braucht ein bisschen zu lange und dann war da der Basel-Verteidiger. Wie bitter. Wie bitter. Es war eine Riesenchance. Wieder unser Ball. Eze spielt ihn jetzt auf Rashford. Der gibt den nochmal gut ab. Jetzt ist hier Olise mit dem Treffer. 86. Minute. 86. Minute. Wir sind Stand jetzt in der Verlängerung. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Olise, der eingewechselte Mann mit dem Treffer. Eze auf Rashford. Der auf Olise. Der macht den rein. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Michael Olise, sein erster Treffer in der Conference League hier. Aber wir werden weiter Druck machen. Vielleicht schaffen wir sogar noch die Entscheidung, bevor die 90 Minuten enden. Kamara hier nochmal gespielt auf Lanzini. Und Lanzinis Ball auf Olise kommt nicht an. 3 Minuten Nachspielzeit und da ist zu viel Platz. Warum war da so viel Platz? Was macht denn der Spieler von Basel da? Das ist eine Riesenchance. Whittaker rettet den. Whittaker konnte den retten. Wahnsinn. Wahnsinn. Und jetzt hier Kamara. Eze. Spielt den nochmal auf Rashford. Das ist nochmal eine Chance. Marcus Rashford. Rashford, der passt es gut auf Kamara. Da ist viel Platz. Kamara, der kommt richtig gut. Da ist Lanzini. Macht ihn nicht. 200%iger am Ende. Nutzen beide Teams nichts. Ab in die Verlängerung. Ja, die Schussmöglichkeit. Whittaker hält den. Olise gibt den gut auf Eze. Eze spielt den auf Olise. Olise mit dem Lupfer auf Rashford. Und der ist drinne. 3-1. Marcus Rashford hier mit dem Treffer. Doppelpack. Jetzt sind wir im Viertelfinale, wenn es so bleibt. Marcus Rashford, überragender Abschluss. Aber noch geiler war natürlich die Vorlage von Olise. Gucken wir uns das an. Olise hier genau im richtigen Moment. Dieser feine Ball. Und dann macht es Rashford richtig gut gegen Marvin Hitz. Es steht 3-1. In Unterzahl können wir hier nach 1-0 Rückstand wirklich das 3-1 draus machen. Und Stand jetzt sind wir im Viertelfinale der Europa Conference League. Rashford, gut gespielt. Gut gespielt von Crystal Palace. Lanzini ist frisch. Lanzini jetzt hier. Lanzini ist noch frisch. Lanzini spielt den auf Rashford. Der macht ihn nicht rein. Kamara macht Druck, kommt nicht ran. Der Ball. Lanzini gibt den auf Whittaker. Whittaker mit dem Fehler. Mit dem Fehler. Ha? Das ist eine Riesenchance. Whittaker hält den aber wieder. Stark. Eze, Kontermöglichkeit. Eze macht das gut. Eze macht das gut. Und jetzt hier Rashford. Der hat auch nicht mehr viel Power. Aber Rashford powert trotzdem nochmal durch, so gut es geht. Rashford mit dem Lupfer. Und wir sind weiter. Und wir sind weiter. Marcus Rashford hier mit dem Hattrick. 4-1 Crystal Palace. Wir sind im Viertelfinale der Europa Conference League. Sehr, sehr stark. Sehr, 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 sehr stark. Whittaker freut sich natürlich auch zurecht. Wir haben es geschafft. Ich denke, so weit kann man jetzt schon gehen. Gut, natürlich, der FC Basel kann noch schnelle 2 Tore machen. Aber da glaube ich nicht mehr dran. Schöner Lupfer von Rashford. Viertelfinale. Viertelfinale der Conference League, Leute. Ja, der Ball gleich hier wieder bei uns. So gefällt uns das. Boah, das ist gut gespielt. Das ist gut gespielt. Jetzt hier nochmal Olise. 5-1 Ende. 5-1 Ende hier, ne? Da verliert Basel schnell den Ball. Da kommt nochmal Olise. What time is this? What time? It's Viertelfinale time. Eagles sind weiter. Das war dann einfach nicht mehr gut von Basel. Ne? Brechen da jetzt so ein bisschen auseinander. Muss man ganz klar sagen. Bisher war es ein gutes Spiel von ihnen. Sie haben auch gut gegengehalten, aber jetzt brechen sie komplett auseinander hier am Ende. Und auch hier wieder der nächste sehr schnelle, sehr, sehr nicht so intelligente Ballverlust.
Und Lanzini, der Ball auf Olise und dann könnte es hier vielleicht sogar nochmal krachen. Olise, 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 Olise mit dem Lupfer, das klappt nicht, aber gut, Spiel ist eh rum. Wir haben das Ding 5-1 gewonnen, es sieht am Ende deutlicher aus, als es war, ne? Also kurz vor Schluss hätten beide Teams, also bei der regulären Spielzeit, beide Teams nochmal treffen können und damit weiterkommen können. Am Ende musste es eine Verlängerung geben und da hat sich dann hier Crystal Palace durchgesetzt, was für uns natürlich sehr schön ist. Insgesamt denke ich auch verdient, auch wenn die Höhe des Ergebnisses sehr, sehr darüber hinwegtäuscht, wie das eigentliche Spiel war, ne? Wenn man liest 5-1, könnte man denken, Crystal Palace hat irgendwie den FC Basel weggeklatscht auf Easy. War es aber absolut nicht, ne? Das muss man ganz klar sagen. Das war jetzt nicht so, dass man mal eben im Schlaf die weggehauen hat. Ganz im Gegenteil. Aber wir sind weiter und darum geht's am Ende, ne? Das ist das Wichtigste. So. Wir gucken mal gleich auch mal auf unseren nächsten Gegner, ne? Würde ich sagen, in der Conference League. Auf wen wir da treffen. Utrecht, okay. Utrecht. Ja, es sind natürlich schon so Gegner, wo man sagen muss, europäischer. Du bist in einem europäischen Pokalfinale, ne? Also im Pokalwettbewerb. Und du hast im Achtelfinale den FC Basel. Okay. Jetzt gehst du ins Viertelfinale und hast Utrecht. Und im Halbfinale könntest du theoretisch auf Herz oder Union STG stoßen aus Belgien. Ja, das ist halt ein Wettbewerb. Deswegen bin ich halt auch so negativ dagegen eingestellt, wo man einfach sagen muss, das sind Teams, dann mach doch von Anfang an, dass du die Top 8 Ligen aus diesem Wettbewerb rauspackst und dann ist es wirklich ein Wettbewerb nur für die kleinen Teams, so wie es ja immer verkauft wird. Am Ende geht es eh nur um TV-Einnahmen, um noch mehr Kohle für die UEFA. Aber dann wäre es echt ein interessanter Wettbewerb, wenn wirklich nur die kleinen Ligen mit dabei sind, ne? Weil theoretisch könntest du bis ins Finale kommen und dann hättest du keinen einzigen vernünftigen Gegner gehabt, sage ich mal, ne, auf internationalem Boden. Na gut, aber wir freuen uns trotzdem über das Viertelfinale. Wir gehen jetzt auch rein gegen Southampton. Sind die im Abstiegsnot mit 20 Punkten? Safe, oder? Die sind 19. Southampton in extremer Abstiegsnot, schade. Aber so ist es halt. Wir werden sie natürlich hoffentlich weiter in Abstiegsnot schubsen, denn wir wollen gewinnen. Wir müssen natürlich United und Liverpool weiterhin hinter uns lassen und gehen rein in dieses Duell gegen den FC Southampton. Hier haben wir die Aufstellung von Crystal Palace mit Whittaker am Tor. Aarons, Chalobah, Cowell und Sessegnon in der Viererkette. Lanzini, Richards und Pierre im Dreier-Mittelfeld. Olise, Jordan und Batschnen im Dreier-Mittelfeld. 4-3-3-System wie immer beim Crystal Palace. Wir gucken gleich mal beim FC Southampton, wie die so spielen werden. Und zwar spielen sie mit Liss im Tor. Melasco, Lianco, Kjær und Marzen in der Viererkette. Diallo und Aribo im ZDM. Antuna und Jampo auf Außen, Melbourne im ZOM und Bereton Diaz im Sturmzentrum. 4-2-3-1-System hier beim FC Southampton. Richards, gut gelöst. Southampton aber im Pressing. Aarons, Richards, gut gelöst hier von Crystal Palace, muss man sagen. Spielen sie gut aus. Haben sich da nicht unter Druck setzen lassen. Ganz im Gegenteil, spielen das richtig gut. Und jetzt hier Pear und nicht das 1-0. Sie haben sich richtig geil aus dem Pressing gelöst. Super alles rausgespielt. Können hier aber nicht das 1-0 erzielen. Olise. Olise. Ah, gibt den Ball ab. Oh, der ist gut gespielt aus der Drehung. Und der ist nicht drin. Der war nicht drin. Gut nochmal geklärt vom Southampton-Spieler. Chalobah. Olise. Lanzini. Lanzinis Pass ist überragend. Olise mit der Hacke auf Jordan 1-0. Crystal Palace. Und das ist mehr als verdient. Das ist wirklich mehr als verdient. Also Crystal Palace hier die klar bessere Mannschaft. Spielen hier wirklich, wie sie wollen mit Southampton. Und sind auf dem besten Weg, die nächsten 3 Punkte einzustreichen. Und das wären dann weitere sehr, sehr wichtige 3 Punkte Richtung Meisterschaft. Ne? Auch hier wieder gut gespielt von Lanzini in den Lauf von Olise. Der mit der Hacke. Und Jordan macht ihn dann rein. Schön rausgespielt alles hier. Jordan mit dem 23. Treffer in der 24. Partie. Einfach nur Wahnsinn. 1-0 Palace. Sie bleiben damit weiterhin Tabellenführer. Und damit wird die Meisterschaft immer wahrscheinlicher und wahrscheinlicher. Will, Batschnen, Sessegnon. Oh, der ist gut gespielt, auch wenn er so nicht geplant war. Lanzini auf Jordan. Sehr schön hier, wie was Crystal Palace aus der Situation macht. Und jetzt hier Jordan macht ihn nicht rein. Ja, wir nutzen aber viele große Chancen heute nicht, muss man sagen. Richards mit Gewalt, das klappt nicht. Lanzini spielt ihn gut auf Olise. Chalobah läuft auch mit. Chalobah kriegt den Ball, der spielt den nochmal rüber. Jordan mit dem Lupfer und der ist drin, Eigentor.
Eigentor am Ende. Weil sich die beiden Verteidiger dann nicht einigen können. Beide denken sich so, okay, ich will den klären, gucken nur auf den Ball. Ja, da ist dann noch ein Mitspieler von dir und damit macht ihr das Eigentor. Ist natürlich super bitter, ne? Es ist einmal Simon Kjær und irgendein anderer noch, keine Ahnung. Aber ist schon super bitter. Und Velasco ist es, ne? Für Simon Kjær und Velasco, am Ende ist es Velasco, der den reinmacht. Es ist natürlich doppelt und dreifach bitter. Velasco hier mit dem Eigentor, weil eben Kjær als auch Velasco nur auf den Ball gucken, nicht auf sich selber, beziehungsweise nicht auf den anderen Mitspieler. Und damit irgendwo ein geschenktes Tor. 2-0 Crystal Palace und die Vorentscheidung, würde ich mal sagen. Außer Southampton kann jetzt direkt zuschlagen. Aber das klappt erstmal nicht. Doch, könnte klappen. Chalobah mit dem Elfmeter, den er hier verursacht. Chalobah verursacht hier den Elfmeter. Also Southampton könnte backkommen. Ja, ist korrekt. Gucken wir mal. Bereton Diaz gegen Whittaker. Whittaker hat den aber stark. Die Träume von Southampton, hier nochmal wegzukommen, werden nichts. Aarons, jetzt hier auf Lanzini nochmal gespielt. Der in die Mitte und John macht es ganz, ganz frech. 3-0 Crystal Palace. Also bisher hat es ja nicht geklappt mit dem dritten Treffer, jetzt aber schon. Und dann einfach auf ganz, ganz freche Art und Weise, ne? Guter Treffer für Crystal Palace. Die haben wenig Probleme mit Southampton, für die es immer mehr Richtung Liga 2 geht, ne? Lanzini auf Jordan und der macht ihn dann einfach so rein, ne? Kannst du natürlich auch nur machen, wenn du genug Selbstvertrauen hast. Es gibt hier ein paar Wechsel. Richards war übrigens auch angeschlagen. Wir gucken mal nach dem Spiel, was er hat. 3-0 Crystal Palace. Sind sie noch aufzuhalten, was den Meisterschaftskampf angeht? Muss man mal gucken, ob uns noch jemand aufhalten kann oder ob wir mit diesem Rausch, den wir aktuell haben, wirklich Richtung Meisterschaft steuern. Nochmal auf Lucas gespielt, weitergeleitet. Jetzt hier Jordan. Jordan macht das gut. Super Laufweg. Gib den nochmal ab. Batschnen, ne? Olysee, Jordan, nein. Es bleibt beim 3-0. Und das ist dann noch das Endergebnis. Easy Win hier für Crystal Palace. Ne? Keine großen Probleme gehabt. Ganz anders als noch das Spiel gegen den FC Basel, wo es auf Augenhöhe war. Hier war Crystal Palace von Minute 1 an das bessere Team. 3-0 hier gegen den FC Southampton gewonnen. Ja, wir sehen leider nicht, was United und Poole gemacht haben. Ne? Gucken wir uns aber gleich an, ob die da siegen konnten oder ob wir da doch weiter wegziehen können. Wir haben auf jeden Fall ein paar Dingens und 5 Tage Richards nur, ne? Also das ist nicht so schlimm. Wir haben ein paar Leute mal auf die Transferliste getan, einfach nur ein bisschen zu gucken. Wir gehen aber erstmal vor. Ja, vielleicht sind auch gleich die Nachholspiele, ne? Huge Blake will unseren Dings verlassen, unseren Verein. Dann werden wir ihn gleich mal hochziehen, ne? Weil der ist richtig gut. Ah, Jugendakademie. Der hat eine 68, ne? Den will ich unbedingt halten. Dann wirst du jetzt schon Profi, obwohl es eigentlich zu früh für dich ist. Du wirst nicht viel spielen, aber gut. Bevor du uns da abhaust, ne? Das bringt uns ja auch nichts. Ah, die anderen entwickeln sich auch erstmal alle weiter noch, ne? Dann haben wir noch die ganzen Scouting-Dinger bei Rami immer noch. Der hat mindestens eine 60, das ist schon mal gut. Auch wenn sein Potenzial nicht super hoch ist, verpflichten wir ihn mal. Bei ihm bin ich mir noch nicht sicher. Ihn gucken wir uns auch nochmal an. Gucken wir auch nochmal weiter. Ne? Ja, hier nein, nein, alles unter 60 kommt gar nicht in Frage. Kann dann alles direkt weg, ne? Ja, hier gucken wir uns nochmal weiter an. Ihn hier ebenfalls. Ja, hier hat halt auch überhaupt kein Potenzial, ne? Könnte interessant noch werden. Und er hier hat halt auch überhaupt kein Potenzial. Ne? Das bringt uns ja nichts. Wenn sie nicht wenigstens schon richtig gut sind. Er hier kommt weg. Ihn gucken wir uns noch einen weiteren Monat an. Er hier kommt weg. Er hier auch. Er hier auch. Schauen wir Arnold uns noch einen Monat an. Und er kommt auch erstmal weg. Aiden Sutton hat halt 1,6 Millionen Wert, ne, aber ich will trotzdem auch hier schauen, was kann er dann wirklich, ne, als ihn jetzt direkt hochzuziehen. Gehen wir nochmal vor. Nächstes Spiel ist dann gegen Man City. Und guckt euch das an. Liverpool hat auch ein Spiel verloren. Selbst wenn sie das nächste Spiel gewinnen, als auch United, sind wir 3 Punkte mindestens vorne. Sehr, sehr schön. Das heißt, wir sind sicherer Tabellenführer momentan. Ich will noch Blake hier eine Nummer geben, ne.
hier haben wir ihn, ne? Er trainiert weiter zentraler Mittelfeldspieler. Nummer, welche Nummer hat der? Trikotnummer 14, das passt. Aber gut, Leute. Eure Losche meldet sich fürs Erste ab. Wir sind momentan auf dem besten Wege, Meister zu werden. Nur noch 8 Spiele. In Europa Conference League ist alles drin. Werden wir es schaffen oder nicht? Wir werden es rausfinden. Und bye bye.